wie geht's uns und was machen wir beruflich heute? Achso, ich bin Grundschullehrerin. Ich habe eine erste Klasse. Ja. Und dir geht's? Gut. 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 Mir geht's auch gut, danke. Vielen Dank. Ich bin immer noch Schauspieler, ich bin Moderator und Redakteur. Seit wann kennen wir uns? 2009. Mhm. Beim Finalcasting haben wir uns kennengelernt. Marc war recht aufgeregt und konnte nicht so gut sich unterhalten, sagen wir es mal so. Ich habe es mehrfach versucht, weil ich ihn eigentlich ganz okay fand, so optisch. Ja. Und dann, was Scheiße. Ja. Ja, und dann fanden wir uns im Laufe der Zeit eigentlich ganz gut. Und das ist dann irgendwann so eskaliert, dass wir dann halt geheiratet haben, 2018. Lustigste Panne beim Dreh. Oh, ich erinnere mich dran. Oh mein Gott, in der einen Szene hatte ich Zöpfe. Nächster. Ich glaube, geflochtene. Und dann haben wir am nächsten Tag den Anschluss gedreht und dann haben sie mir einfach eine falsche Frisur gemacht und dann hatte ich plötzlich einen Dutt hier oben. Und das heißt, wir konnten das auch nicht mehr rückgängig machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Nee, wir haben ja nie, und das macht man selten, dass man chronologisch dreht. Das heißt, eine Szene wirklich nach der anderen. Zwei, ja. Drei, vier. Sondern man macht eine Szene an einem Tag und den direkten Anschluss vielleicht am anderen Tag. Also ich bin quasi zur Tür reingegangen in eine Szene, zum Beispiel ins Wohnzimmer, hatte halt Zöpfe, spreche dort mit den Leuten. Und dann sieht man aber, wie ich wieder rauskomme aus dem Raum und ich habe einfach einen Dutt. Und ich hatte auch noch falsche Klamotten an. Aber du weißt nicht, welche Episode das war? Es war, glaube ich, die zweite Staffel. Ja. Krass. Ich weiß nicht mehr, in welcher Staffel es bei mir war. Ich hatte sehr viele lustige Momente. Ich hatte mit Flo immer unfassbar viel Spaß und dann mit Mietja. Und ich lasse mich immer sehr leicht anstecken von jemandem, der lacht. Und das reicht, wenn er nur so ein bisschen lacht. Und Karim kann lachen wie ein total Bekloppter. Er lacht dann so hoch und rastet vollkommen aus. Und das hat mich nicht nur beim Drehen manchmal komplett aus der Bahn geworfen. Aber es gab eine Szene, da mussten wir alle im Kreis lachen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Wir haben irgendjemanden ausgedacht. Das war so ein schlimmer Traum. Und Karim saß neben mir und hat dann angefangen zu lachen wie ein total Verrückter. Und ich habe mich fast angepinkelt. Ernsthaft, ich konnte dann, an mir sind die Tränen gelaufen. Ich musste Make-up noch machen. Das war eine Katastrophe. Das war wirklich sehr, sehr witzig. Ja, Magnus, Marc. Wie viel Magnus steckt denn in dem Marc drin? Offensichtlich ganz viel. Warum? Nein, weil du mich gerade Magnus genannt hast. Ach so, ja, ich komme durcheinander. War auch echt krass, dass ihr so fast gleich heißt, ne? Mhm. Vor allem, weil auch immer noch Leute mich anschreiben mit Hey Markus oder Magnus. Ist doch schwer. Ist ja richtig schwer. Nicht so viel. Magnus war ja schon so ein Arschlochkind, kann man das sagen. Ja, auf jeden Fall nicht so gut erzogen oder hatte zumindest etwas komische Werte teilweise. Ja, und die habe ich nicht. Also ich würde nicht meine Freunde für Geld verkaufen sozusagen oder irgendwie... Keine Ahnung, bin ein sehr großer, starker Familienmensch und... Das war Magnus aber auch, aber er hatte ja nicht so die Familie. Gut, das stimmt. Also gut, runtergebrochen, es steckt wenig in mir drin. Man sagt zwar immer, wenn man eine Rolle spielt, dann ist da immer ein ganz kleines bisschen von einem selbst da drin. Ist aber nicht so wirklich, vielleicht, glaube ich nicht. Nein, nein. Und bei dir und Nina? Also, sagen wir mal so, Nina ist sehr, sehr schlau, sehr freundlich, sehr lieb, sehr gut erzogen. Das ist super. Nein, also doch, ich glaube schon, so ein bisschen Nina steckt, glaube ich, in jedem drin, oder? Deswegen mag man sie halt auch einfach gern. Toll. Habt ihr noch Kontakt zu den anderen? Dazu würde ich ganz gerne verweisen auf das Instagram-Profil von Florian Prokop. Der hat dort eine FAQ gemacht in seinen Highlights. Hallo, also mir ist das ein bisschen unangenehm. Dazu. Ja, das ist die Frage, die einfach am meisten gestellt wird und am interessantesten ja. ist. Ne? Ist auch verständlich. Ja. Ne? Ja. Wir haben ja wirklich die 3 Jahre, die wir zusammen gedreht haben, auch wirklich zusammen gewohnt, ne, in Antwerpen. Das heißt, da waren wir uns auf jeden Fall alle super, super nah. Das ist natürlich nochmal, wenn dann jeder in seine Heimatstadt zurückgeht, ein bisschen anders. Aber zu dem harten Kern haben wir auf jeden Fall weiterhin Kontakt. Zu Daniel zum Beispiel. Daniel und Franzi waren auch bei uns auf der Hochzeit vergangenes Jahr.
Das heißt, zu denen haben wir auf jeden Fall weiterhin Kontakt. Wenn man Dani mal ans Handy kriegt, ihr wisst ja, er hat kein Instagram und nichts. Wird er auch nie haben. Er ist lost. Mit Franzi. Franzi muss ich dringend anrufen. Fällt mir auch auf. Wir kriegen es immer nicht so richtig hin. Aber wir schreiben ganz viel. Und lange Sprachnachrichten. Lange Sprachnachrichten, die sehr, sehr wichtig für mich sind. Und sehr emotional sind. Ja. Da freuen wir uns immer sehr. Und Flo auf jeden Fall auch. Den habe ich ja auch hier bei Spotlight gesehen. Mhm. Das war auch schön. Und sonst mit Flo habe ich auch eine Zeit lang viel geschrieben, muss ich auch mal wieder aufwärmen. Ich bin mit Flo auch, ich bin dem zweimal über den Weg gelaufen, zufällig in Babelsberg, als ich für die Nachtschwestern gedreht habe. Das war auch sehr, sehr lustig. Ab und zu schreiben wir uns. Mit Mietje habe ich auch ab und zu noch Kontakt. Mit Karim auch. Und so ist das. Wie Christina gesagt hat, wir haben alle zusammen gewohnt, waren ein Haufen junger Leute, die aber alle komplett aus unterschiedlichen Richtungen kamen und in die auch wieder zerstreut sind. Und jeder ganz verschiedene Leben führt jetzt. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Haben wir irgendwelche Fanartikel oder Dinge vom Set mitgenommen? Hammer! Jede Menge. Ich habe damals Klamotten von Magnus mitgenommen. Ich habe vorher mal geschaut, ich weiß nicht mehr, wo die sind, aber ich habe ein paar Polo-Shirts mitgenommen, ein paar Hemden. Dann habe ich im Eingangsbereich des Haus Anubis mich ein bisschen umgetan und habe einen Bilderrahmen mitgenommen. Der ist mittlerweile in anderer Funktion bei uns, aber das Bild, um das es geht, das ist immer noch hinten dran. Na klar, das haben wir auch draufgelassen. Das haben wir noch mit am Start, aber der Bilderrahmen, das war mir irgendwie ganz wichtig, den mitzunehmen. Ja. Ja, ich habe auch natürlich, hier, kann ich mal zeigen, Armbänder von Nina, die müssen natürlich sein. Das waren 3 Jahre, hatte ich die jeden Tag an meinem Handgelenk, die habe ich natürlich als erstes mitgenommen. Und, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, die Tasche. Die hatte Nina, glaube ich, in der 3. Staffel an, als wir aus Ägypten kamen, aus dem Urlaub. Und die hatte ich dann so um. Und die fand ich auch super schön, trage ich auch sogar heute noch zu einer Jeansjacke. Kann ich empfehlen. H&M. Ja. Ansonsten haben wir noch Puzzle und den ganzen Spaß, den wir irgendwie hatten, weil das schon für uns auch krass war, plötzlich auf solchen Artikeln drauf zu sein. Also da haben wir auf jeden Fall einen Haufen. Unsere Mütter auch im Keller. Oh. für die Enkelkinder. Wir haben jetzt das Jahr 2020. Anubis ist zwischen 11 und 8 Jahren her. Mhm. Und immer noch kriegen wir ganz, ganz, ganz viele Nachrichten und freuen uns da immer noch drüber. Vielen Dank für die jahrelange Unterstützung an alle euch da draußen. Viel Spaß noch. Ja, vielen, vielen Dank auch, weil ich habe da wirklich auch kaum noch was mit Instagram oder ich bin da irgendwie ein bisschen raus. Deswegen freut mich das umso mehr auch. Hatte heute auch total Spaß nochmal über Anubis und die alte Zeit so ein bisschen nachzudenken und habe auch total Lust jetzt wieder mal eine alte Folge anzuschauen. Das werden wir gleich vielleicht machen. Ja. Ganz liebe Grüße und ich würde sagen, Sibuna. Sibuna.